Willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Moin, ein Hamburger Plain bitte. Ein Hamburger Plain, ja? Ja, das war's schon, danke. Yo Leute, was geht ab? Terba ist am Start für euch. Willkommen zu einem neuen Video von der Skala von 1 bis 10. Ist das Wetter heute mal, würde ich sagen, 30 Scheiße. Ohne Spaß, ich hasse dieses Wetter. Ich hasse dieses Wetter. Dann kann es lieber 0 Grad sein und Sonne, anstatt hier so ein 7, 8 Grad und Regenscheiß. Aber ich habe mich heute entschlossen, ich drehe für euch noch ein Video. Ich habe heute was ein bisschen Behindertes vor. Mal gucken, ob der nächste Vlog dann aus dem Knast kommt. Ich weiß es nicht. Aber wir probieren es mal. Ich hoffe erstmal, dass man überhaupt was erkennt an der GoPro. Ich weiß jetzt nicht, wie nass die ist. Ja, ich bin gespannt. Das Wetter ist absolut scheiße. Aber das Gute ist, wir fahren nämlich gleich ins Trockene, ins Warme. Ich verrate... Okay, Leute, ihr wisst es eh. Es steht ja auch im Videotitel. Ja, ich habe mir gedacht, wir gucken mal, ob es klappt. Wir ballern mal ins Einkaufszentrum. Mal gucken, ob das alles klappt. Ich hätte nämlich Bock auf so Pommes mit Chicken Nuggets. Und ja, wir schauen einfach mal, ob es klappt, Leute. Und ja. Jo. Ich kaue gerade noch einen Hustenbonbon. So ein bisschen zur Vorsorge, Leute. Ich glaube, ich werde hier nach der Fahrt schon wieder krank, ey. Gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Ist irgendwie verschluckt. Zu Beginn des Videos kann ich nochmal schnell sagen, es gibt gerade mega geile Angebote in meinem Online-Shop. Einfach unten in der Beschreibung mal nachgucken. Zu jeder Bestellung, die jetzt in den nächsten Tagen reinkommt, gibt es auch was gratis dazu. Also zum Beispiel eine Autogrammkarte, Aufkleber, aber auch T-Shirts, Caps, Hoodies, Wintermützen, alles was ich noch so da habe, packe ich gratis noch mit rein. Und ja, das Ganze geht jetzt noch bis Ende Januar. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall, Leute. Lohnt sich auf jeden Fall. Schaut einfach mal vorbei. Und ja, zum Thema Instagram kann ich auch noch was sagen. Und zwar wurde ja mein Account gehackt mit 60.000 Abonnenten. Ich habe mittlerweile jetzt schon wieder fast 30.000 erreicht. Und wenn ihr den Kanal noch nicht guckt, Terbeißer_official, verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, würde ich mich freuen. Ein riesengroßer Kacker ist das Wetter. Ein riesengroßer Kacker. Alter. Das Problem, Leute. Ich habe mal die nächsten Tage angeguckt und es soll einfach jeden Tag scheiße werden. Jeden Tag. In den nächsten Tagen soll es sogar Schnee geben. Und ich dachte, Leute, da muss ich halt bei so einem Wetter fahren. Weil ich habe eigentlich nicht so viel Bock auf Reaction-Videos. Außer wenn ihr... Soundcheck! Außer, Leute, wenn ihr sagen würdet, ja, Terweiser, du kannst ruhig ab und zu mal ein Reaction-Video machen, ist ganz witzig. Dann würde ich es mir vielleicht überlegen. Ich denke mir halt immer, okay, ich habe eine Maske auf beim Reaction-Video. Das kommt alles nicht so mega geil. Das Coole ist, von dem Wind wischt mein Visier so sauber, wie so ein Scheibenwischer. Kennt ihr das, wenn ihr in der Waschstraße seid und am Ende in diesen Föhn kommt? Genauso fühlt sich das hier an. I'm in love! Leute, meine gute Laune ist aber nicht mehr zu bremsen. Egal wie das Wetter hier ist, ich liebe es einfach mit euch zu schnacken. Alter, ist das ein absolut beschissenes Wetter. Leute. Fahrt schneller! Junge, was ist das für ein Fahrrad? Der hat ja breitere Hinterreifen als ich gehabt. Schmeckt!
sobald es regnet, die Leute können kein Auto mehr fahren. Ey, die können einfach kein Auto mehr fahren. Noch schlimmer ist ja, wenn es schneit, ey. Instant, alles, egal wo du fährst, Autobahn, Landstraße, Stadt, überall 25 km/h. Ja, moin. Ja, würde ich auch sagen. Der Vlog heute wird mal wieder richtig niveauvoll. Ich merke das schon, das Ganze. Ich merke das schon. Ja, moin. Grüß Gott. Freund. Grüß Gott. Danke, 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 danke. Jo. So, es wird schon wieder dunkel. Ich fasse es einfach nicht. 15 Uhr, Leute. So sieht das Wetter aus. Schön, schön. Schmeckt, schmeckt einfach gut. Achso, ich habe ja einen grünen Pfeil. Das war gerade das Dümmste, was ich... Das Dümmste, was ich hier heute gemacht habe. Oh Mann! Oh Mann! Die Leute mussten auch denken, so, erst überholt er so richtig cool und dann der Idiot steht dann 5 Minuten am grünen Pfeil. Tja, das riecht nach Soundcheck. Ein Stau im Tunnel. Wie wär's mit ein bisschen Musik mit meiner Trompete? Leute, ich will doch nur meine Nuggets haben. Sogar der Biker hier zieht mich hier. Alter. Leute. Es wird nochmal Zeit für einen Wheelie. Juhu! Chaka! Wir sind fast da. Meine Nuggets sind nicht mehr weit, sind nicht mehr in weiter Ferne, Leute. Ich kann schon kaum noch reden. Mein Mund ist wieder eingefroren. Meine Fingerspitzen sterben wieder ab. Ich bin froh, dass ich gleich meine Nuggets bekomme. Nuggets! Ach Leute, vielleicht ist das jetzt mein letztes Video, was ich als freier Mann drehe. Als nächstes kommen dann Knast-Alltags-Vlogs. So, wenn ich meine Ausbildung im Knast anfange, schön zum Pumper werde. Ja, ja, Leute, ja, ja. Ich bin mal gespannt. 1,90 Meter passe ich. Boah, ist aber eng. Muss ich meinen Kopf einziehen, glaube ich. Bam, 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 bam. Ja, Leute. Ich bin hier ein bisschen eingeengt in dem ganzen System, weil es schon niedrig ist, Leute. Ist schon niedrig. Ist schon nicht ohne hier längs zu fahren. Aber ich suche jetzt einfach mal den Eingang. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und gucken, ob wir jetzt hier Hausverbot kriegen. Oh Mann. Meine dümmste Idee. Leute, kommen wir hier hoch. Crazy, klappt sogar. Bisschen Fahrstuhlmusik. Schmeckt. Moin. Ein bisschen Schiss habe ich jetzt schon. Wir sollten uns mal festhalten. So. Moin. Zack. So, Leute. Ich muss mir jetzt mal Hähnchen gönnen. Wir wollen hier natürlich nicht fahren. Aber ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal Hähnchen. Oh. Hier ist auf jeden Fall schön warm. Hier könnte man eigentlich noch ein schmackiges Video drehen. Aber wir gucken mal. So, Hähnchen gibt's da hinten. Ach Leute, ist das gut. Ich finde, so könnten die Videos immer sein bei den Temperaturen. Besonders im Winter. So, hier sind wir bei den Hähnchen.
Lasst mich zu den Hähnchen. Moin. Eine so eine Chickenbox mit Pommes und Hähnchen. Ja, diese Chicken Nuggets mit Pommes in diesem... Ja. Ohne was, danke. Super. 4 Euro. Und jetzt setzen wir uns mal schön hier hin, Leute. In die Wellness-Lounge. Das wäre doch was, oder? Hast du Angst, dass das Ding einläuft im Regen oder was? Ja, die Sitzbahn, da kriegt man so einen nassen Po. So. Jetzt aber nicht hier ernst, ne? Da muss ich nicht ganz schnell. Darf ich noch kurz auf? Okay. Ich sehe, dass der Henning gerade auf, dass er dann bringt das Ding raus und kommt wieder rein. Kram da auf den Stuhl. Guck, jetzt wird er doch noch. So. Jetzt bringt das Kram wieder raus. Super, danke. Ich konnte meine Chicken-Dinger leider nicht aufessen. So Leute, ich würde sagen, wir beenden hier mal das Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich habe meine Chickenbox jetzt aufgegessen. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Aber ist noch was passiert. Und zwar wurde ich zum Center Management geholt. Haben mich die netten Männer dahin begleitet. Und dann habe ich ein bisschen mich mit dem guten Mann unterhalten und der war tatsächlich super sympathisch. War auf jeden Fall ein mega, mega korrekter Typ und der fährt auch selbst Motorrad, also wirklich sympathisch. Er meint halt nur, es ist halt mega wichtig, dass ich sage, man soll das nicht nachmachen, weil ohne Scheiß, wenn was passiert, Leute, wenn ich jetzt im Motorrad irgendwie rückwärts runtergefallen wäre und irgendwen getroffen hätte und sowas. Ja, und das wird halt für den Markt dann überhaupt nicht gut sein. Und die wollen halt somit Unfälle vermeiden. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Sowas ist auf jeden Fall nur erlaubt mit einer Drehgenehmigung, wenn ihr wirklich die Erlaubnis habt, durchzufahren. Ansonsten kann es, wie die netten Herren mir gesagt haben, zur Anzeige führen. Und ja, das will man, glaube ich, nicht so wirklich. Ich habe es jetzt durchgezogen. Ich kann es keinem empfehlen. Bitte macht es nicht nach. Ja, ich habe meine Chickenbox gehabt. Ich werde jetzt nach Hause fahren und für euch das Video schneiden. Macht's gut, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.